Das ist typisch. Genau davon rede ich. Seht euch mal das Bild an. Seht ihr, was ich meine? Es ist fleischig, saftig und 7 cm dick. Und nun? Seht euch dieses traurige, jammervolle, zerquetschte Ding an. Kann mir jemand sagen, was an dem Bild nicht stimmt? Gibt es niemanden? Hat niemand eine Antwort? Kann man nicht ändern. Tut mir schrecklich leid. Ach ja? Wollen mal sehen, ob man das nicht ändern kann. 85 Cent. Wie bitte? 85 Cent. Ich verstehe nicht. Ich sage 85 Cent. 85 Cent. 85 Cent? Dann habe ich nicht genug zum Telefonieren. Ich gebe Ihnen dafür 50 Cent und Sie geben mir 50 Cent raus. Ah, mache ich nicht. Doch, das machen Sie. Wo gehen Sie hin? Geben Sie das her! Sind Sie bald geworden! Das kann doch nicht wahr sein! Was sollte das werden? Die letzte Schlacht um Fidschi? Gegner! Was? Gegner! Nehmen Sie die Hände vom Gesicht, verstehe kein Wort! Schlaf damit! Also nochmal, sprechen Sie langsam und deutlich. Geld dafür Sie! Das kann doch nicht. Sie denken, ich will Sie bestehlen? Nein, so nicht. Ich bin hier nicht der Dieb. Ich bin nicht so unverschämt, 85 Cent für ein Getränk zu verlangen. Sie sind der Dieb! Ich will nichts weiter als meine Rechte wahren, als Konsument. Ab sofort gelten die Preise von 1965. Na, was sagen Sie dazu? Fangen wir hier an. Was kostet ein Päckchen mit 6 Donuts? $1.12. Ja, du! Ist viel zu teuer. Aspirin, wie teuer? 3,40. Aber nicht doch. Ich finde, das ganze Regal sieht verdächtig aus. Was kostet das Getränk? 0,3 Liter Inhalt. 50 Cent. Kauf ich. War nett, bei Ihnen einzukaufen. Ich werde Sie weiterempfehlen. Entschuldigung, Mister, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können, dass noch andere Leute das Telefon benutzen wollen. Tatsächlich? Ja. Hier wollen Leute telefonieren? Ganz recht, du eingebildetes Arschloch. Das ist ja wirklich zu dumm. Wissen Sie auch, warum? Vorübergehend außer Betrieb. Durchgehen? Was macht ihr hier mit der Straße? Was ist denn das für eine bescheuerte Frage? Wir reparieren sie. Vorgestern war sie noch in Ordnung. Wollen Sie behaupten, sie ist in 2 Tagen kaputt gegangen? Sowas soll ja vorkommen, oder? Verzeihen Sie mir, aber das ist Blödsinn. Was ist mit der Straße nicht in Ordnung? Sie wollen nur Ihre aufgeblähten Haushalte rechtfertigen. Ich glaube nicht, dass sie reparaturbedürftig ist. Sind Sie verrückt? Nein, ich weiß genau, wie das läuft. Wenn Sie das Geld, das Ihnen dieses Jahr zusteht, nicht ausgeben, gibt's nächstes Jahr weniger. Ich will, dass Sie mir bestätigen, dass mit der Straße alles in Ordnung ist. Weißt du was? Leck mich am Arsch, ja? Wir lassen uns von euren gelben Lämpchen und all den Baufahrzeugen nicht die Geißel in Schach halten. Ich bin ja nur hier, damit niemand in die Baulöcher fällt, verstehen Sie? Ich will es aus Ihrem Mund hören. Was ist mit der Straße nicht in Ordnung? Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich glaube, es hat irgendwas mit den Abwasserrohren zu tun. Sie lügen. Was muss an der Straße repariert werden? Gar nichts. Das wusste ich. Sehen Sie, es ist alles in Ordnung.
So, jetzt haben Sie gleich eine Menge Arbeit. Sehen Sie mal! Ach du Scheiße, was soll denn das? Hallo, Sie da! Was wollen Sie hier? Ich will nur durch! Hab ich nicht erlaubt! Warten Sie, bis ich durch bin! Gehen Sie runter von meinem Grün! Hast du nicht verstanden? Er will nicht durchspielen, er will durchlaufen. Ist wahrscheinlich nicht mal Mitglied. Sieh doch, was er anhat! Runter von meiner Golfbahn! Bin ich doch! Ist er doch! Gehen Sie zurück, wo Sie hergekommen sind! Frank, mir gefällt nicht, wie er aussieht. Lass ihn zufrieden. Wozu zahle ich meinen scheiß Mitgliedsbeitrag? Das ist meine Bahn. Ja, wenn ja, ich hier spielen will, dann spiele ich hier, verstanden? Wenn er meinen Titlist an den Kopf kriegt, dann ist er selber schuld. Schrei mich nicht an, ich spiele doch nur mit dir. Da ist der Ball, meine Güte. Du schlagst doch! Vor! Vor! Von mir aus! Warten Sie nicht doch! Was sollte das eben werden? Wollten Sie mich mit einem Golfball umbringen? Schon schlimm genug, dass Sie dieses zauberhafte Gelände mit einem Zaun umgeben. Damit Sie spielen können, wollen Sie mich umbringen? Sie haben das missverstanden. Hier müssten Kinder spielen können. Hier müssten Familien Picknick machen können. Hier müsste es sowas geben wie ein Streichelzoo. Stattdessen fahren hier alte faule Männer mit diesem beschissenen Karren herum. Frank, was ist denn los? Geht's dir nicht gut? Sag doch was. Wissen Sie eigentlich, dass Sie sich schämen müssen? Oh mein Gott, ich muss Hilfe holen. Ihr Herz? Hilfe! Ist was mit Ihrem Herzen? Was kann ich für Sie tun? Ich brauche meine Pillen. Herzpillen? Ja. Wo haben Sie Ihre Pillen? Da, im Caddy. Pech gehabt, scheint nicht Ihr Tag zu sein. Ihre kleine Karre wird untergehen. Tut es Ihnen leid, dass Sie mich nicht über Ihren Golfplatz lassen wollten? Mein Golfplatz haben Sie. Ja, und nun werden Sie sterben, auf dem Kopf ein lächerliches Hütchen. Schönes Gefühl, nicht? Was wollen Sie hier? Nichts, gar nichts. Doch, Sie befinden sich hier auf Privatbesitz. Privatbesitz? Hier wird nicht rumgelungert. Ja, was nennt man unbefugtes Betreten? Ich habe keine Schilder gesehen. Wie nennst du das? Graffiti? Nö, Mann. Das ist kein Graffiti. Das ist ein Verbotsschild. Wer kann nicht lesen? Ich lese es dir vor. Da steht deutlich, dass es ein Privatgrundstück ist. Betreten für Gesichtsärsche verboten. Damit meinen wir solchen Vögel wie dich. Das steht alles da drauf? Ja. Wenn ihr es in meiner Sprache geschrieben hättet, könnte ich es vielleicht lesen. Der Typ hält sich für witzig. Kann darüber gar nicht lachen. Ich auch nicht. Moment mal, Jungs. Ehe wir uns missverstehen. Wartet mal. Ich glaube, wir fangen die ganze Geschichte falsch herum an. Das ist also Privatbesitz. Ne? Ihr wollt eure Hoheitsrechte in Anspruch nehmen? Was ich damit sagen will, ist, ich habe euren Pinkelberg entweiht. Oder was immer das sein soll. Und ihr nehmt Anstoß an meine Anwesenheit. Kann ich gut verstehen. Ich würde euch ja auch nicht so gerne in meinem Garten haben. Also, wenn ihr so freundlich seid und mir einfach aus dem Weg gehen würdet, dann trage ich meine Probleme woanders hin. Okay? Hm? Ist doch ein faires Was Angebot. Sagst du denn dazu? Der Kerl soll dafür blechen. Klasse Idee. Du musst eine Gebühr zahlen. Ich werde euch was verraten, Jungs. Mein Bedarf an Ärger ist für heute gedeckt. Ich bin nicht mehr in der Stimmung. Wie soll er uns bezahlen? Wie wär's mit dem verpissten Aktenkoffer? Krasse Idee. Wir wollen deinen verpissten Aktenkoffer. Kommt nicht in Frage. Ihr bekommt meinen Aktenkoffer nicht. Mach hier nicht den Löffel und gib uns den Aktenkoffer, aber ein bisschen plötzlich. Ihr seid nicht mal in der Lage, einen kleinen Mann nur 5 Minuten auf eurem kostbaren, verpissten Hügel sitzen zu lassen. Okay. Ihr wollt meinen verpissten Aktenkoffer? Ich hole ihn für euch. Ihr könnt ihn haben. Bitte sehr. Hier ist er! Mein Aktenkoffer! Hier ist er! Hallo, hol ihn her! Mein Aktenkoffer ist gebrochen! Willst du hin? Halt stehen! Du hast den Aktenkoffer vergessen! Warte! Willst du den nicht mehr haben? Ich will nach Hause, kapiert? Geh mir gefälligst aus dem Wind, du taube Nuss! Ich geh nach Hause! Davon kann mich keiner abhalten!